Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit dem Airmod. Ja, Tag 35, Viertel nach 5. Ja, ich habe schon mal meine Rüstung gepimpt. Ihn können wir noch reparieren, sehe ich gerade. War ansonsten Nachtsichtgerät aufgesetzt anstatt Sonnenbrille. Kombinieren wir ihn nochmal. Ich habe mir eine neue Axt gemacht. Hier nochmal eine Steelpicke, die ich wieder kombiniert habe. Wir könnten uns eigentlich noch eine Lucille machen. Ja, sollten wir auch. Aber Lucille ist ja schon jetzt wichtig, weil wenn wir jetzt da kloppen können. Was fehlt denn wieder? Kleber war es, kein Duct Tape. Ja, Kleber, Duct Tape ist auch schon wieder alles weg, was ich gemacht hatte. Aber dann machen wir nochmal eben zwei Lucilles. Gut. Ja, ich habe hier auch alles verballert und ihr seht, es ist trotzdem alles weg. Ich überlege gerade nochmal, kann ich 500 machen, ne? Da müsste ich nochmal eine. Ja, fehlt uns Barbed Wire. Gehen wir auch noch hin. Zack. So, dann haben wir drei Stück. Wenn wir die kombinieren, sollte es passen. Gut, er ist repariert. Das bleibt hier. Das bleibt hier. Ja, ihr seht, ich habe Sniper, Winchester, Bogen. Ja. Schotti, ja. Ich denke mal, Frontalkampf. Kann die Schotti schon was reißen? So. Gut. Für die 11 jetzt nochmal eine ganze. Ich guck mal eben, ob ich noch eine alte. Ah, oh, nice. Vielleicht reicht das ja. Das reicht. Ja, ich mache sie trotzdem fertig. Egal, haben wir eine liegen. Eine 400er können wir nochmal später zum Kombinieren nehmen. Gut, Repair Kits. Können auch noch hier bleiben. Sehr schön. Gut. Das ist alles. Wollte mal gucken, ob ich noch mal was zum Vertickern habe, aber ich glaube nicht. Die hätten wir noch zum Scrappen. Die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Essen und so weiter haben wir drüber. Wir können uns aber auch nochmal eins reinnageln. Ja, ich habe den Rest gerade nochmal angeschmissen hier. Ach komm, die 10 Sekunden können wir jetzt auch noch warten. Also ihr seht, Concrete Mix haben wir genug. Also wir haben drüben ja auch noch einiges. Und drüben ist fertig eigentlich erstmal soweit. Was jetzt den Kampfteil der Base angeht, sag ich mal. Gut, auf geht's. Ja, was liegt an? Es liegt auf jeden Fall an Richtung Händler. Unser hier vorne, ich meine, da ist zwar nur Sprit,
Munition, ja, ich habe gerade noch mal Shotgun-Shells gemacht mit dem letzten Gunpowder. Wir könnten sogar noch ein bisschen was machen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da jetzt haben. Waren es 1600 oder waren es 1100? Ich weiß schon gar nicht mehr. Plus das, die Pussy 250, die ich mir im Inventar auch noch habe. Also da können wir richtig rausknallen. Ich werde jetzt gleich auch nochmal gucken wegen Punkte. Ich werde auf jeden Fall mal was in Waffen investieren. Vor allem in die Schotti. Was natürlich bei dem Base-Design ganz geil wäre, wenn man den Zombies halt zur Not auch die Beine wegschießen kann. Und das geht ja mit der Schotti. Ich bin gespannt. Wie es so laufen wird. So. Hello. Wir können auch noch mal gucken. Wer guckt? Für 3000. Ja, wir müssen auch endlich mal. Ah, das hier war sogar noch Gunpowder. Mal selber eine Chemiestation. Jetzt habe ich hier gar keinen. Dann gehen wir erstmal hoch. Aber dafür muss ich jetzt erstmal eine Base haben, ne? Thing you like? Eventuell. Was hast du denn da? So ein bisschen Holz zufällig? Sehr gut. Ja, mit Clay kann ich werfen. Steine nehmen wir immer mit. Buckshot. Ja, scheiß drauf. Peace be with you. So, Kohle ist komplett weg. Hier schmeißen wir mal noch 10 Minuten. Ja, wie gesagt, ist jetzt nicht wichtig. Können wir übernächsten Tag, wann auch immer, mal abholen. Das ist gut, dann haben wir da genug am Stissel. Die Schippe für Schatzsuche, die Wrench können wir austauschen. Wir haben auf jeden Fall eine bessere. Habe ich zumindest eine Kiste gesehen. Gut, kurz nach unserer alten Base. Kurz mal eine andere Wrench in die Karre packen hier. Beziehungsweise ich könnte auf jeden Fall auch noch mal eine herstellen in der Werkbank. Dass wir vielleicht auch so eine 500er Wrench hinkriegen. Ja, machen wir auch. Ist die zwar auch weg. Alles weggeballert. Eisen, alles weg. Also wisst ihr, was anliegt, ne? Ja, ich brauche auch noch ein bisschen Eisen eigentlich. Muss ja noch mal ein paar Ressourcensteine machen. Aber ich muss auf jeden Fall noch mal eben 20 Spikes werden. Aber vielleicht haben wir ja hier auch noch was drin. Joa, das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Keine Ahnung, warum die auch hier drin liegt. Aber gut, können wir auf jeden Fall mal kombinieren. Dann sollte eigentlich nur noch eine fehlen, glaube ich, oder? Wrenchy. Ja, mach mal zwei. Dann haben wir noch mal eine etwas bessere liegen. Alles gut. Gut.
reicht alles vorne und hinten nicht. $116 sehen und schon wieder Vanille. Ist klar, ne? Juti. Shotgun Shells. Sehr gut. Kriegen wir den Rest auch nochmal geregelt? Ja, ihr seht's. Da nehme ich diese gar noch mit. Wie gesagt, im Frontalkampf kommt die Schotti vielleicht gar nicht schlecht. So, bis dahin. Können wir auf jeden Fall noch Spikes anschmeißen. Das kommt ins Minibike. Jetzt müssen wir kurz auf die Range warten. Da ist es schon. Ja. Haben wir noch eine andere schlechte? Eine 200. Ernsthaft? Dip, 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 dip. Ja, komm, werd fertig. Mein Gott. So. Ach, das ist ja 500 Gläser, habe ich auch mal mitgenommen. So, Sticker, alles klar bei dir? Uns gerade sowas von egal. Gut, wir sind auf jeden Fall mal wieder ausrüstungstechnisch, werkzeugtechnisch, also rüstungstechnisch, werkzeugtechnisch schon wieder Bombe ausgestattet. Waffentechnisch jetzt, ja, nicht so prall. Ich habe den Bandit gesehen. Wenn uns hinterherkommt, kriegt er, was er braucht. So. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sollten wir recht zügig also hier geregelt kriegen, die ganze Chose. Oh, gibt's doch gar nicht. Ihr seht doch, ich brauch gar nicht los. Die Zombies bringen mir, was ich brauche. Ist ja Hammer. Nur das, was wir zum Reparieren brauchen werden. Ja, das ist natürlich jetzt noch nicht fertig. Aber jetzt muss natürlich erstmal dann die Horde durchgehen. Weil wir werden natürlich hier nochmal zwei, drei Reihen rausgehen. Mit Cobblestone Frames.
Zeit drauf gewartet. Gut, gut, gut. 11 Uhr, wir sind top in der Zeit. Ist ja auch relativ selten. Hab mich eh gewundert, dass es so eigentlich relativ schnell ging mit dem Bauen. Ja, klar, wir sind noch nicht fertig, aber der Kampfteil ist fertig. Muss halt mal gucken, ob wir dann. Da kommt bestimmt gleich Schreier. Ob ich eine Base jetzt oberhalb, unterhalb baue? Ich glaube, oberhalb wäre schon ganz geil. Einfach oben drauf irgendwie. Mal schauen. Nicht mehr in dieser Aufnahmesession. Gibt es ja noch Horde. Naja. Nur darauf gewartet, dass wir Schaden kriegen. Ja, ich habe deswegen extra nur noch keine Stil gemacht. Also das ist stamina-technisch ganz schlecht. Naja, kriegen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Holz wieder hier. Natürlich keine Steel Hedge dran gedacht, Dachluke. Müssen wir also erstmal eine Scrap machen. Ja, wie gesagt, das muss halt hier nochmal ein Stück raus dann, ne? Ein paar Blöcke. Dass wir dann hier dann später auch den Spalt wegkriegen. Da machen wir dann noch eine Platte hin. Aber das schaffe ich nicht mehr, da brauche ich jetzt gar nicht mit anfangen. Letzte Strecke hier. Dann haben wir es geschafft. Dann sind wir open. Dann können sie kommen. Da kommt schon einer. Könntest du ja mal ein bisschen mithelfen, aber wahrscheinlich gehst du einfach in die Spikes rein. Du Idiot. Ja, Ein- und Ausgang haben wir natürlich jetzt auch noch nicht.
Werde ich wahrscheinlich auch unterirdisch machen. Wenn ich hier irgendwie so einen schönen Steg mache oder so. Gehen die Zombies da wieder hoch und da. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich einen Steg, der ein bisschen länger ist. Gut, aber wenn ich den Zombie jetzt direkt zerlegt oder was? Dachte schon. Alles kaputt gekloppt hier. So. Sehr gut. Oh, sieht das schon ganz nice aus, so. Schön angepinselt noch ein bisschen. Ja, ich denke, da werden wir schön noch eine, ja, schöne oben eine Base drauf knallen. Weil 9x9 haben wir als Grundfläche, das reicht auf jeden Fall, wenn wir da irgendwie 2 oder 3 Stockwerke machen. So sieht es jetzt ein bisschen mickrig aus. So, den anderen noch da hinten und dann... Hey, gibt's sogar noch mal ein Level. Kann natürlich auch mal eben Stamina sammeln und da das Eisen mitnehmen. Ja. Könnte ich denn überhaupt jetzt? Ja, jetzt könnte ich's. Oh, 25 Points, ey. Ich habe schon alles auf 4, also sonst ging das eigentlich immer ganz gut, ey, mit der Stamina. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich meine, es geht ja auch schon. Wir können ja schon einiges weghauen. So ist ja nicht, aber... Ja, die Dinger lohnen halt jetzt auch richtig mit dem Stil, ne? Mit dem Stil-Werkzeug. Gut. Kann ich ja gar nicht haben, dass das hier rumsteht. Ist doch nicht mal so gut für ihn, ey. Obwohl, ich muss eh noch mal eben die Dinger aufwerten hier. One minute to go. Was sind das die letzten? Tatsache. Gut. Ja, wieder hier muss ich, bin ich gespannt, wie das klappt. Von wegen hier mit der Schräge, sonst muss ich die Schräge vielleicht nochmal wegnehmen und auch eins nach hinten versetzen. Werden wir halt alles jetzt herausfinden, wenn die Horde kommt. Ich bin selber gespannt. So, hast du es endlich? 15 Sekunden. Eigentlich schon komplett wegscrammen, oder? Ja. Wir werden hier einiges zum Reparieren brauchen. So. Jetzt aber. Höh,
Das ist so eine Hedge, siehst du? Nee. Zack. Ich werde hier auch mal die ruhig wegschlagen. Gut. Das ist erstmal eine Nähgang geliefert hier. Unglaublich, ey. 105 hätte ich noch. Ist halt die Frage, oder lasse ich lieber was zum Reparieren halt. Ich denke, das ist die bessere Lösung. Hab ich gar nichts womit. Ja, ich kann mal gucken, ob ich irgendwo ein paar Forges vernünftig irgendwie hinkriege. Die Quest werden wir uns nachher reinballern. Das kann hier hin, das kann dahin. Das auch, das sollten wir jetzt auch erstmal nicht brauchen. Werde ich auch gar nicht aufwerten. Muss ich wieder nur später mehr draufkloppen. Gut. Das sieht doch schon mal sehr gut aus hier alles. Wo die Sniper unbedingt brauchen werden. Das alles so lange dauert hier, ganze Mist. So, jetzt gucke ich nochmal wegen den Torches eben. Pack aber noch das Bleizeug weg. Ja, und ihr seht es ja, also hier können wir schön eine Base hochziehen, ne? Das sollte. Ja, was heißt. Aber ich meine, wir haben die ganzen Pöhler hier. Also wenn wir die Pöhler nehmen, da sollte eigentlich echt nicht viel passieren. Gut, ordentlich kriege ich die Torches nicht dran, weil ich hier Platten dran habe. Wir können es ein bisschen buggy dran setzen. Das ist scheiße, da kann kein Zombie durchgehen. Macht er noch niemals. Ja, mach ich mal so. Die werden zwar nicht lange heile bleiben. Aber auch Wumpe. Weil wir haben natürlich Licht auf dem Kopf. Wieder dahin oder was? Dann das da. Wir haben natürlich Licht auf der Waffe und ja, Nachtsichtgerät haben wir auch noch zur Not. Gut, haben wir das auch. Sehr, sehr gut. Gut. Womit beschäftige ich mich jetzt noch bis zur Horde?
Holz oder Steine? Wahrscheinlich ein bisschen Steine da hinten. Gut, Leute. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Freue mich drüber. Ansonsten Lob, Kritik, whatever in die Kommentare. Und dann machen wir in der Aufnahmesession in der nächsten Folge auf jeden Fall die Horde hier. Und ich bin gespannt, wie das Ding funktioniert, ob es direkt zerlegt wird oder wir werden es sehen. Also ich melde mich kurz vor der Horde wieder und dann geht's los. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.